Charlotte Roche unter heißt deine neue Sendung. Ja. Und ich könnte jetzt natürlich mit den Müllmännern kommen zum Beispiel, weil es da so fürchterlich stinkt, denkt man. Ja, empfindet auch man das immer als Stinken? Ja, also die gehen immer in den Keller runter. Also ich begleite die ja bei der Arbeit und ich habe richtig mit angepackt, so gut es eben ging mit den großen Tonnen. Und dann kommt man in jeden Keller unten rein und es stinkt wie die Hölle aus dem Mülltonnen natürlich. Also die schwarze Tonne, also Essensabfälle und so, ja. Mhm. Charlotte Roche unter Müllmännern, Bestattern, Jägern, Altenpflegern und Truckern. Mhm. Zumindest erstmal. Und so sieht das aus. Ja, sollen wir die nicht erst wegschießen? Au, ruck! Yay! Jetzt muss anfangen. Ist das langsam genug, wie ich sie schiebe? Ist das okay so? Ja. Here I go again on my own. Du kannst ja richtig singen auch. Ja, da war's wieder. Wie reagieren denn diese Menschen aus dem normalen Leben, ja, mit normalen Berufen? Wie reagieren die auf die Feuchtgebiete-Autorin? Die haben nicht viel darüber geredet. Erst als wir fertig gedreht hatten, haben die dann gesagt, ich kenne dein Buch. Aber vorher haben die sich das nicht anmerken lassen. Also die haben mich tatsächlich eher tendenziell schlecht behandelt, alle. Muss man echt sagen. Die haben mich richtig hart rangenommen und richtig dadurch gejagt. Weil die zeigen wollten, wie es wirklich ist. Ja. Hast du zu viel Vorurteile gehabt über diese Berufe und über die Menschen, die sie ausüben? Ja, irremäßig. Und sind die bestätigt worden oder sind es doch Vorurteile? Also, die sind fast alle über Bord geworfen worden. Es ist tatsächlich so, dass wenn man auf einen Menschen trifft, eine Berufsgruppe und viele Vorurteile hat, wenn man einen Tag mit dem verbringt, ist eigentlich alles wieder weg. Was hast du beim Jäger gedacht zum Beispiel? Beim Jäger, also ich komme ja aus einer sehr linken Familie und da haben wir immer gedacht, dass Jäger rechtsradikale Alkoholiker sind, die alle nur so rumlaufen so, und alle so Bambis abschießen. Und ich bin ja auf dem Bauernhof groß geworden, da hieß es immer, Achtung, es ist Jagd, zieht euch eine leuchtende rote Jacke an, sonst knallen die euch ab. Ja. Also weil die ja gerne und dann so auf Kinder schießen, dachte ich immer. Kann ich nicht unwidersprochen lassen. Nein, das habe ich gedacht. Ja, das sind ja, also wie man sieht, hatte ich sehr heftige, große, falsche Vorurteile. So. Und wie war es dann mit dem Jäger? Der Jäger war überraschenderweise ein richtiger Öko. Also der, ich habe die meiste Zeit nicht mit dem Gewehr gestanden, da im Hochsitz, sondern die meiste Zeit haben wir im Winter Hasen gefüttert. So, dann sind wir so lang gefahren, ein Feld, das war zugefroren, die zu essen. Und ich musste auf seinem Jeep immer alle paar Meter eine Rübe rauswerfen für die Hasen. Also das ist ein ganz niedlicher, sich um Tiere kümmerer. Moment, und nachher hatte die... Okay, Jäger erzählen alle einen riesen Unfug, diesen ganzen Populationen beibehalten. Und dann denke ich immer, ja, Klappe ballern. Und wenn mir dann ein Jäger ganz vernünftig erklärt, warum das sein muss, dass man manchmal Hasen schießt, dann sitze ich da und denke, ah ja, okay, habe ich das und denke dann, das ist richtig. Hat der Jäger nachher auch den Hasen, den er selbst geschossen hat, aufgegessen? Ja, die verkaufen das an Nachbarn oder so. Also ich glaube, so viel kann er gar nicht essen. Ich habe gesehen, wie der die abgezogen hat. Durftest du auch mal schießen? Ja, das war ja meine große Freude. Beim Jäger dachte ich, ich treffe einen Jäger, ich darf Tiere schießen. Zum Beispiel einen Eber, habe ich gedacht. Und das war die größte Enttäuschung. Da hast du offensichtlich auch so ein kleines Gen in dir. So ein bisschen rot das Rumballer-Gen. Ja, aber natürlich nur, um die Population kleiner zu halten. Ist klar. Ne? Und dann war ich ganz enttäuscht, weil ich durfte noch nicht mal sein Gewehr halten, weil ich keinen Waffenschein habe. Eine Riesenenttäuschung. Wie war es denn beim Bestatter? Sehr ernst. Und das sieht man auch in der Sendung so, dass ich da, wenn ich besonders unsicher bin oder so, dann lächle ich sehr viel, um davon abzulenken, dass es mir sehr schummerig geht. Und da wusste ich am Ende des Tages, dass ich echte Leichen sehen werde und auch an denen arbeiten werde, wenn ich das schaffe. Und es ist so, dass ich den ganzen Tag wackelige Knie hatte und wirklich große Angst, in Ohnmacht zu kippen,
da unten in dieser Kühlhalle, wo ich dann nachher hin musste. Mhm. Und woran man nur sieht, wie krank wir eigentlich sind, dass der Tod eigentlich ganz normal zum Leben dazugehört. Und das ist was ganz Skandalöses und was ganz Gruseliges. Das hat mir unglaubliche Angst gemacht, dass ich jetzt gleich eine echte Leiche sehe. Und eigentlich, wenn wir in einer Großfamilie leben würden und selber unsere Leute bestatten würden, dann würden wir andauernd Tote sehen. Aber leider tun wir es nicht. Ich zeige mal einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem Teil der Sendung. Also beim Bestatter läuft bei Dreisat. Guckt Reich-Ranicki auch nicht mehr. Ach, hier ist die große Auswahl. Ja, es gibt verschiedene Särge, große, kleine, aufwendige. Oh, ja, das ist echt ein... Das zittert am ganzen Körper, die ganzen Beine zittern und so. Entschuldigung. So, jetzt. Und dann wieder den Steg da drunter. Und dann jetzt die Daumen noch mitholt. Noch mehr reinschieben. Ja, so. Ich benehme mich ja pietätvoll, aber ich kriege das nicht gerafft, dass da jemand drin liegt. Was hat das mit dir anschließend gemacht? Also dieses Gefühl, das gesehen zu haben, was macht das mit einem? Ich hatte vorher große Angst und es ging tatsächlich nachher auch sehr schlecht. Also muss man echt sagen, dass ich tagelang ziemlich schlecht gelaunt war. Was solltest du bewirken damit? Oder auch im Zweifelsfall nur bei dir selbst bewirken? Bei mir selber ist das so, dass ich mich immer in irgendwelche Situationen bringe, um mich absichtlich zu überfordern. Ganz klar, ich habe davor Angst, also mache ich das. Mhm. Und da ist es bei Dingen, die mir am meisten Angst machen, wie der Tod, wie Alter, wie Krankheit, dass ich nicht jemand sein möchte, der sagt, oh, da ist eine blutige Wunde, ich guck weg, weil ich habe das Gefühl, ich will ja eine liebende Ehefrau sein und eine liebende Mutter. Mhm. Und ich stelle mir tatsächlich vor, es können schlimme Sachen passieren und dann will ich nicht jemand sein, der sagt, oh, ich schaffe das jetzt nicht. Sondern es ist tatsächlich so, dass ich mir immer vorstelle, meiner Tochter kommen die Gedärme raus und ich muss mit der ins Krankenhaus fahren. Wie mache ich das? Also eine Konfrontation. Ich spiele das durch. Ja, genau. Weil für Sie. Aber warum macht man das so in der Form fürs Fernsehen? Das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, es ist auf jeden Fall. Es ist ein kleines, humoriges Experiment. Wenn du vorher den Jäger siehst und dann hast du im nächsten Moment den Bestatter. Ja. Die Menschen, die dort jetzt gerade gezeigt wurden, zum Beispiel dieser tote Mann war das, glaube ich. Ja, genau, ein toter Mann. Wusste der, dass er hinterher im Fernsehen auftauchen wird? Nein, wir haben, wie bei den alten, in der Altenpflege, da musste man ja auch Persönlichkeitsrechte abfragen. Und natürlich kann man ihn nicht mehr fragen, aber wir haben die Verwandten gefragt. Man muss dann natürlich die Rechte wahren von den Verwandten und die haben wir angefragt. Da waren Tote bei, die durften wir nicht filmen, weil die Verwandten gesagt haben, auf keinen Fall filmt mein Toter ein Fernsehteam. Und das haben wir respektiert. Und diesen Mann durften wir filmen. In dem Fall auch zumindest war das jetzt in dem Ausschnitt so. Ich kenne nicht die ganze Sendung so, dass man das ihn nicht erkennen konnte. Genau. Oder? Ja, aber es ist trotzdem ein toter Mensch, den du dann nicht mehr wehren. Das haben wir natürlich sehr ernst genommen, dass man den nur im Anschnitt zeigt und nicht voll, also dass das nur klar ist, da liegt ein toter Mensch. Und wir wollten halt zeigen, dass das für einen Bestatter ganz normal ist. Und eben überhaupt nicht reißerisch sein. Ich verstehe das auch. Aber dann wäre es doch sinnvoller, möglicherweise einfach einen Bestatter zu begleiten, ohne dabei selber vielleicht irgendwie davor zu agieren. Aber das ist natürlich ein Trick der Sendung, dass man vielleicht auch mehr lernt als Zuschauer oder vielleicht auch einen das mehr interessiert, als wenn ein Kamerateam einen Bestatter begleitet. Dadurch, dass ich unvorbereitet diese Leute treffe, stelle ich auch Fragen, die Zuschauer stellen würden und nicht Journalisten. Wie ist es im Altersheim gewesen? Hat dir das etwas gezeigt über Altersheime, was du nicht wusstest? Also erstmal ist das Altersheim, wo ich war, ein ganz normales Caritas-Altersheim in Köln. Jetzt nichts Edles, Schickimicki oder so, ganz normal. Und da sind auch Sozialhilfeempfänger und so drin. Und erstmal fand ich das ganz beruhigend tatsächlich. Also ich hatte eine schlimmere Vorstellung von Altenheimen. Das kann auch an den Medien liegen, weil ja immer 3, 4 in Deutschland rausgepickt werden, wo es schrecklich ist. Aber die meisten, da läuft es ganz gut. Und da muss ich tatsächlich sagen, war das beruhigend, dass ich mir vorstellen kann, später in so einem Heim zu sein. Halt nur nicht alleine. Das ist das Deprimierendste da drin, sind die Menschen, die nicht besucht werden. Da war ein Mann, ein Bauarbeiter, der hat sein Leben lang gesoffen. Der war mit 60 bewegungsunfähig. Der lag flach an sein Bett gefesselt und hatte, nur weil er sein Leben lang gesoffen hat, der hat auch gearbeitet, aber auch gesoffen, der hatte die Nerven kaputt. Der hat immer nur gedacht, der hat was an der Hand. Der hat immer nur so gemacht, den ganzen Tag. Und da habe ich gefragt, hat der Verwandte? Nein. Hat der Freunde? Nein. Der liegt da einfach, bis er stirbt, alleine. Und hat nur Pflegepersonal. Und das ist für mich... Das geht mir so nah, dass ich jetzt schon mein Leben umstelle und denke, wie schaffe ich das?
dass ich später wenigstens 2, 3 Leute habe, die mich später besuchen, wenn ich in einem Altersheim bin. Wie ist man... Wir versprechen, wir besuchen dich. Ja, wenn Sie kommen.